Ja, willkommen zu Baphomets Fluch, Engel des Todes. Wir sind in Rom. Wir sind in Annemarias Apartment und sind jetzt auf dem Wege zur Schwarze Katze. Legen wir mal los. Die Karte habe ich von Mark, freundlicherweise. Mal schauen, ob man damit Autsch, reinkommt. aua, Notfall! Mein steifer Nacken macht mich wahnsinnig. Lass mich schnell rein. Kein Mitgliedsausweis, kein Einlass. Aber mein steifes Genick. Kann ich mal eben brechen, wenn du... Ich meine, tut mir leid, da frage lieber deinen Arzt oder Apotheker. Ich hab doch eine Karte. Komm. Dieser Club ist nur für Mitglieder. Nette, fromme Leute. Dieser Club ist nur für Mitglieder. Nette, fromme Leute. Ich mache vielleicht einen Fehler, dass ich hier oben im Inventar was unsere Karte rausnehmen muss. Muss ich gut nicht in meine Maus spinnen ein bisschen. Wo ist meine Mitgliedschaftskarte? Da ist sie doch. Ja, guck mal hier, was ich da habe. In Ordnung, du kannst rein. Ja, warum nicht gleich so? Komm. Mach mal Platz. Winke, winke. Mal schauen, was wir hinter diesen Türen finden. Willkommen in der Schwarzen Katze, Senior. Kann man hier nichts fragen hier? Nee, naja. Na, Sie haben es aber eilig. Bitte ziehen Sie sich um, bevor Sie reingehen, Senioren. Okay. Schauen wir mal, was wir finden. Wird doch eine frei sein, genau. Ein leeres Spind. Ein leeres Spind. Ein Lehrer spinnt. Ah, der Lehrer hat einen Spind. Ja. Okay. Plastikblumen. Vielleicht sollte ich es damit auch mal im Kautionsbüro versuchen. Der Laden könnte etwas Pep vertragen. Ja, immer gut so plastikblühende Dinger. Oder Kunst. Geht doch nichts über ein schönes Aktporträt. Das ist ein Werk von Kulai Lai. Erstaunlich. Nette Blümchen. Es geht doch nichts über unvergängliche Plastikschönheit. Ja, was haben wir hier? Nichts noch. Na, ich denke, wir sollten uns umziehen. Warte mal, können wir da hinten hin? Was haben wir denn hier? Oh, ein Handtuch. Den nehmen wir uns. Haha. Holen Sie sich ein eigenes, Senior! Oh. Na, war da kein Handtuch hier? Ist hier? Nee, kein Handtuch. Nette Blümchen. Ach, das war's. Ja, wenn es noch nie gespielt so, hat, viel hübscher. Dann weiß man auch nicht, dass sie ein Wasserhahn ist. Und den kann man nämlich zudrehen. Wenn oder ich den aufdrehen. Hahn ein wenig drehe. Ah, endlich heißes Wasser. Bellissimo. Gern geschehen. Es ist nämlich hinten ein bisschen wie ein Dampfbad. Und der gute Mann, der duscht, der sieht uns nicht mehr. Und wir können uns den Handtuch krallen. La la la, la Zeit la, la, zum Umziehen. La la la.
So. Das ging schnell. Ah, viel besser. Ich lasse meinen ganzen Kram erstmal in einem der Spinde. Oh, haben wir nichts mehr. Oh, oh. Jetzt dürfen wir ja wohl rein hier. Ich gebe einen aus, Senior. Danke, wirklich sehr freundlich. Und, wieso? Jetzt können wir mit ihm reden. Das kenne ich. Frisch vom Flieger, da braucht man etwas Entspannung. Kann ich Ihnen helfen? Da, ich hätte gerne was zu trinken, aber fragen wir erstmal über die schwarze Katze. Wir nehmen derzeit keine neuen Mitglieder auf. Aber wenn Sie einen Freund empfehlen möchten, kann ich seinen Namen auf die Warteliste setzen. Und das bringt mir, ihm dann eine Mitgliedschaft? Ja, aber natürlich überprüfen wir ihn vorher noch. Wie ist sein Name? Er heißt, hören Sie, ich melde mich dann nochmal, okay? Ich verstehe. Freundschaft ist so ein zartes Pflänzchen, nicht wahr? Genau. Geht doch nichts über einen netten Familienbetrieb, was? Familie? Was wollen Sie damit andeuten? Ach, du weißt schon, Cosa Nostra, Paten, Pferdeköpfe im Bett, Betonsandalen zum Einwegtauchen, Sizilien, Neapel, Angebote, die man nicht ablehnen kann. Oh, ich verstehe, was Sie vorhaben. Die sind mir aber ein Schlingel. Wollen mich wohl in Schwierigkeiten bringen, was? Na ja. Haben Sie einen Termin bei einer unserer Spezialistinnen? Nein, ich bin wegen der Sauna hier. Es sät der Landmann eine einsame Furche. Wie romantisch. Ja. Wer ist denn sonst noch so alles Mitglied hier? Signor, das kann ich Ihnen doch unmöglich verraten. Ah, versuch's mal. Ich kann ein Geheimnis für mich behalten. Ich auch. Ich bin mir sicher, wenn ich nicht so viele Zuschauer hätte, dann würde George die spezielle Dame nehmen. Aber heute mal nicht. Schauen wir mal rein. Eine gute Sauna. Das habe ich gewusst. Geahnt habe ich, dass ich die falsche Seite. Hopp, Zeit für Kunst muss immer sein. Eine unbekleidete Dame. Die Künstlerin ist Caroline Dean. Wunderschön. Caroline Dean. Und hier? Geht doch nichts über ein schönes Aktporträt. So. Und diesen hier. Eine unbekleidete Dame. Oh, schau mal. Da komme ich doch her, da muss ich doch hier irgendwo hingehen. Ja, oh, oh. Das dampft auch richtig. Na? George, mein Dwayne. Alter Freund, wie geht Dwayne. Es dir? Dwayne? Mein Gott, sind Sie das wirklich? Du kennst mich doch, George, immer mitten im Gewühl. Dwayne, mein erstes Zusammentreffen mit Dwayne und seiner Frau Pearl war in Südamerika. Damals hatte er diese verrückte Idee, er gehöre zur CIA. Offenbar hat sich daran nichts geändert. Pearl, wie geht's dir, du altes Haus? Was treiben Dwayne, Sie wirklich hier? Ich folge nur dem Gold, George. Man munkelt, jemand anderer da draußen tut das Gleiche. Vielleicht meinen die mich? Vielleicht dich oder eine ausländische Macht. Oder unsere Freunde drüben in Langley. Ich dachte, Sie wären Langley. Langley? Moi? Ja, man muss mit der Zeit gehen, George, oder man geht mit der Zeit. Das ist Pearl. Wie geht es, Pearl? Blendend wie immer, George. Das erinnert mich aber an was. Ich muss ihr noch ein paar Mozartkugeln besorgen, bevor ich heimfliege. Mozartkugeln? Im Moment bin ich in Salzburg, du verstehst. Immer auf Achse. Was wissen Sie über den Laden hier? Priester kriegen hier Rabatt. Und dazu zählen Sie inzwischen, oder was? Zur Hölle, ich trete jedem Verein bei, solange ich dafür Flugmeilen gutgeschrieben kriege. Gehört dieser Laden der Mafia? Jo, ein Typ namens Spallacci betreibt ihn. Spallacci? Hier? Das ist ein Kerl, mit dem du dich nicht anlegen solltest. Zu spät. Ja, ich habe ihn bei der Arbeit bewundern dürfen.
Spallazzi. Der Name macht das Programm. Was wissen Sie sonst noch über Spallacci? Im Vatikan schenkt man ihm Gehör. Unglaublich, dass die überhaupt irgendwas verschenken. Der war gut. Guter Scherz. Aber über den Kerl macht man keine Scherze. Spallacci ist also der Kopf der ganzen Operation. Er hat irgendwas Großes am Kochen. Und deswegen sind Sie hier? Oh, ich bin nur wegen einer Massage hier, George. Das Schöne ist, er hat die dicke Zigarre in seine Hände hier. Oh, oh. Ha. Danke, Dwayne. Im Dampfbad. Da, wohin? Des Weges. Irgendwie muss ja hin. Das ist der Verrückte, der meine Handtuch geklaut hat. Ach komm. Das okay, Handtuch. George, Zeit für mich zu verschwinden. Schau an, John. Wen haben wir denn da? Den Installateursnotdienst? Wo ist das Mädchen? Mädchen? Welches Mädchen? Anna Maria. Das sollten Sie doch eigentlich wissen. Sie haben sie schließlich gekidnappt. Ich verstehe. Und das Geld? Welches Geld? Die große Summe Geld. Da fragen Sie aber den Falschen. Mr. Stobart, bitte beantworten Sie meine Fragen, dann wird alles am Ende deutlich weniger schmerzhaft. Senor Spallacci, wir haben ein Mädchen. Sie meinen das Mädchen? Nein, ich glaube nicht. Das ist eine andere. Sie heißt... Hey Mädel, wie heißt du? Nico. Nico Collar. Nico? Oh, oh. Nico? Hey, Nico, ich bin's, George. Sie will nicht reden, Signor Spallacci. Wie langweilig. Was soll ich mit dir machen, Signor Spallacci? Diese Nico, was weiß sie? Nichts, sie ist bloß eine Journalistin, glauben Sie mir. Signor Spallacci, was sollen wir mit ihr machen? Sie weiß offenbar nichts. Werdet ihr irgendwie los. Halt mir diese Knarre nochmal vors Gesicht und ich schieb sie dir in... Ich meinte eigentlich nicht... Nico! Oh... Usch! Haben sie jetzt Nico erschossen? Autsch, mein Kopf! Wo bin ich? Nico! Oh Gott, was habe ich getan? Ich fühle mich, als lege ich seit Stunden hier rum. Man beachte diese Wickeltechnik vom Handtuch. Das ist ja cool. Ach, herrje. Wir sind scheinbar fest. Ach, rollen können wir. Das ist cool. Das ist wie so ein Videospiel hier. Herrlich. Was haben wir denn hier? Eine Flasche, die wir nicht nehmen können. Bringt ja nichts. Na, scheinbar können wir nicht weiter mit dem Teppich. Ein Spielzeug. Was ist das? Das ist nicht richtig so. Nö, okay. Zügel, wie bizarr. Das ist nicht richtig so. Okay. Die Blackbox hier. Die Steckdose. Was ist das? Rein, raus. Uff. Ich habe für Sie aufgeräumt. Behalten Sie die Knute. Es wird ja bizarr hier. Was der wohl da drin treibt? Muss doch ziemlich beengt sein. Vielleicht mag er das ja. Können wir mit denen reden. Verzeihen Sie? Ja? Alles klar bei Ihnen da drin? Was geht Sie das an? Ich wollte ja nur nett sein. Lassen Sie es lieber. Mir ist langweilig. In so eine Box wäre mir auch langweilig. Was der wohl da drin treibt? Verzeihen Sie? Ja? Alles klar bei Ihnen da drin? Was geht Sie das an? Ich wollte ja nur nett sein. Lassen Sie es lieber. Mir ist langweilig. Na, den will ich nicht ein drittes Mal fragen. Vielleicht können wir jetzt mit den Zügel was machen. Und? Das Teil ist doch vorhin runtergefallen. Vielleicht muss man nochmal in die Steckdose gehen.
Und jetzt fuck mal die Bude ab. Ich habe nochmal für Sie aufgeräumt. Hä? Ich habe das ja schon mal gespielt, aber ich weiß nicht mehr wie. Ach, der versucht es zu bekommen hier. Können wir nochmal? Nochmal! Ach, vielleicht können wir mit dem Haken? Wo ist der Haken? Wo ist meine Maus? Ah, jetzt geht's. Der Gummiboden ist jetzt ganz schön glitschig. Da kann ich bestimmt drüber rutschen. Ach, vorher nicht. Und jetzt schon. Ja. Das ist ja lustig. Also hiermit muss ich was können. Jetzt kann ich damit nichts. Also muss ich noch was anderes machen. Schauen wir uns mal weiter um. Nee. Ja, George, mir ist langweilig jetzt. Nochmal. Das schiebt die Kiste weg, die Tür fällt um. Ah, jetzt geht's. Na super. Frei. Da kommt keiner drauf. Wie komme ich jetzt hier raus? Laufen? Aber nicht so langsam, George. Das ist Spallacci. Mit wem redet der denn da? Der Amerikaner hat Anna Maria getroffen. Aber er weiß nicht, wohin sie verschwunden ist. Was war mit dem Mädchen? Sie war nur eine Journalistin. Die weiß nichts. Wusste nichts, sollte ich sagen. Diese Unfälle sind unvermeidlich. Die Zeit wird knapp. Es ist äußerst wichtig, dass Sie Anna Maria finden. Wie Sie wünschen. Bleiben Sie noch? Wir hätten heute ein oder zwei sehr interessante Spezialitäten anzubieten. Gute Güte, das ist Kardinal Gianelli. Der Vatikan verbündet sich mit der Mafia? Stecken Danke, alle unter mein Freund. Aber unter den gegebenen Umständen wäre das vielleicht nicht angemessen. Natürlich, Eure Eminenz. Ich werde dann mal abschließen. Und wenn Anna Maria nicht von der Mafia entführt worden ist, wo zur Hölle steckt sie denn dann? Das war doch eindeutig, dass sie die erschossen haben. Wie komme ich hier raus? Na, hat der Raum hier keine Tür? Türloser Raum. War da noch ein Knopf vorhin? Ja, da ist ein Knopf. Aha. Hier drüben! Psst! George! Komm rüber ins Bad! Sofort! Ups. Hier unten im Abfluss, George! Dwayne, sind Sie das? Ach, hier. Na ja. Hi, George!
Ich dachte mir, du könntest etwas Hilfe gebrauchen da oben. Hi, Dwayne. Was treiben Sie denn im Gully? Du kennst mich doch, George. Immer mitten im Gewühl. Dwayne, die haben Nico umgelegt. Scheiße. Tut mir wirklich leid, mein Junge. Du begibst dich besser aus der Schusslinie, George, und tu jetzt bloß nichts Unüberlegtes. Der qualmt da unten Zigarre ab und zu kommt die Rauche aus. Wie geht's denn eigentlich Pearl wieder? Weiß Pearl eigentlich, dass sie in Abwässerkanälen rumrutschen, Dwayne? Es gibt einiges, was Pearl nicht über mich weiß, George. Und genau so wird es auch bleiben. Ich habe einen Schlüssel für die Wäschekammer. Auf dem Weg kommst du raus. Es ist nur so... Ja? Ich komme nicht mit meiner Hand durch, um ihn dir zu geben. Fällt dir was Schlaues ein? Da muss man was runter machen. Sind Sie noch da, Dwayne? Klar, George. Da brauchen wir jetzt mal unsere Sachen hier. Das geht ohne, geht es nicht. Wir müssen sowieso uns anziehen. Und hier rüber. Wo war's? Hier war's. Der andere ist weg. Der Club ist zu. Welcher war's? Wer war's hier? Ah, endlich kann ich mich wieder anziehen. Prima, ich habe alle meine Sachen wieder. Oh ja, alles da. Bitte ziehen Sie sich um, bevor Sie reingehen, Senior. Ah, kannst mich mal. Oh Mann. Schauen wir mal. Die Büroklammer. Wenn ich das da reinwerfe, kriege ich es nie wieder raus. Stimmt. Messer? Mag nicht. Was versuche ich hier eigentlich? Dwayne ein Auge auszustechen? Nee, zwei. Hallo? Ach, hier vielleicht. Ich kann einen Schlüssel dranhängen. Der Rosenkranz würde durchpassen, aber da ist nichts, wo man einen Schlüssel dranhängen könnte. Ach ja, ach ja, ach ja. Not macht erfinderisch. Wo ist die Büroklammer? Hier ist sie. Dann machen wir die erstmal an der Kette fest. Wenn's geht, wenn's denn mag. An dem Rosenkranz ist jetzt eine Büroklammer befestigt. Sogenannte Rosenkranz-Büroklammer. Nee. Benutzen. Drehen hier. Gute Arbeit, George. Ich hänge den Schlüssel dran. Ich muss mich aus dem Staub machen. Pass auf dich auf, mein Junge. Danke, Dwayne. Na, da können wir abhauen. Ach, es geht ja nicht da raus, es geht hier raus. Die Wäschekammer, die Wäschekammer. Wo ist die Wäschekammer? Nein, 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 nein. War das die Wäschekammer hier?
Na, Nico ist hier auch nicht. Dann ab in die Freiheit. Hoffentlich steht der Typ nicht draußen. Ach ja, schön, die Sonne. Ach, und Nico ist ja... Ach, je. Nico. Was macht man denn jetzt ohne Nico? Das ist, was alle Männer machen, ohne Frau. Erstmal einen Trink gehen. Was jetzt? Ist das überhaupt noch wichtig? Nico ist tot. Ich brauche einen Drink. Oder besser zwei. Oder mehr. Oder vier. Oder fünf. Lauter grüne Flaschen hängen an der Wand. Es sei denn, es fällt dir auch nur eine aus der Hand. Na, George. Und ich dachte, du gehörst zur ruhigen Sorte. Warum bin ich nicht tot? Erbarmen, gib mir den Gnadenschuss. Wenn es dir besser geht, wird es dich freuen zu erfahren, dass die Gasleitung in Anna Marias Wohnung repariert wurde. Wunderbar. Lass die Tür auf, ich bin gleich da. Ich muss gehen. Moment mal. In Anna Marias Wohnung gibt's gar keine Gasleitung. Alles Strom. Was wollten die denn dann? Hä? Oh, oh, wie ahnt Böses. Wo zickt, ist eine Uhr, oder? Eine Bombe. Sieht aus, als hätten sie was hinterlassen. Oh mein Gott, ist das das, was ich fürchte? Naja, wenn du fürchtest, dass das eine grob zusammengezimmerte Bombe ist, die den ganzen Häuserblock in die Luft jagen kann, dann ist es das, was du fürchtest. Vielleicht explodiert sie nicht, wenn wir sie ganz in Ruhe lassen. Wäre schön, aber der kleine Zeitzünder da sagt mir was anderes. Mark, wir müssen sie entschärfen. Wir? Wen meinst du mit wir? Wir haben noch... etwa 10 Minuten. Weißt du, was wir machen müssen? Nein, aber das Militär hat da sicher was in seiner Datenbank. Jesus, Maria und Josef. Ruf sie ruhig, wenn du glaubst, die können uns helfen. Die drei können bestimmt helfen. Aber Leute, wir sind wieder soweit. Ich muss euch verlassen. Und wie es dann weitergeht mit der Bombe und was dann wirklich mit Nico ist... Und ob überhaupt und wie es mit Mike weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Teil. Bis dann, euer Christian. Macht's mal gut, macht's besser. Und tschüss.